Auf der Urologie versorgt Schwester Birgit einen Handwerker mit einem Getränk, bevor es für sie weiter zur nächsten Patientin geht. Eine 41-Jährige hat den dritten Harnwegsinfekt innerhalb kürzester Zeit und wurde daher in die Klinik überwiesen. Frau Buchholz, Ihnen geht's aber wirklich nicht gut. Ich habe so Unterleibschmerzen. Seit wann haben Sie das denn? Sollen wir mal ins Zimmer gehen? Wer ist Sie? Ich bin die Nachbarin. Ich habe Sie im Hausflur getroffen. Mhm. Der Hausarzt hatte Sie ja überwiesen. Sie sollte ins Krankenhaus und das wollte sie nicht. Und ich habe sie im Hausflur getroffen und habe sie eingepackt. Und dann gehen wir mal hier rein. Das ist ja frei, ja. Gehen wir mal ins Behandlungszimmer. Frau Buchholz war schon markant durch ihre Größe. Sie wirkte auch ängstlich ein bisschen und schüchtern. Und diese Ängstlichkeit und diese Schüchternheit, die sollte uns und auch Sie noch vor eine große Herausforderung stellen. Haben Sie irgendwie gerade Stress oder andere Infekte, häufige Infekte anderer Art, grippale Infekte oder irgendwas anderes gehabt in der Hinsicht? Nee, alles ganz gut. Ist jetzt nur mit der Blase. Ja, Sie sind immer schon wieder hier. Ne? Also es ist ja nicht das erste Mal. Ne? Und wie sieht es mit der Hygiene aus, wenn ich fragen darf? Nee, da achte ich sehr drauf. Also bei mir und zu Hause, das alles. Nein. Und haben Sie wechselnde Partner? Häufig wechselnde Partner vielleicht, dass da in der Richtung? Nein, gar nicht. Ich bin alleine und nein. Tja, also ich denke, da das jetzt schon wieder aufgetreten ist, würde ich Sie gern stationär aufnehmen. Einfach deshalb, dass man mal schaut, was da dahinter stecken könnte. Vielleicht haben Sie eine Stenose oder einen Stein oder irgendwas, was dies erklären würde, dass es so häufig kommt. Wenn wir mal ehrlich sind, niemand ist gerne im Krankenhaus. Aber Frau Buchholz hat das so wieder so in ihrer Art gemacht. Ach, ich möchte nicht bleiben. Und sie war, selbst in ihrem Wunsch, nicht hier zu bleiben, immer noch schüchtern. Ich habe gar nichts auch an Sachen bei. Und mein Kater muss versorgt werden. Nein. Ja, das ist besser, wenn du hier bleibst, nachdem es das dritte Mal vorgekommen ist. Sollte da jetzt auf den Grund gegangen werden, dass du wieder richtig fit und gesund wirst. Ich hole dir ein paar Sachen, wenn das recht ist, von zu Hause und kümmere mich um deinen Kater. Kommen Sie einmal zu uns, Frau Buchholz. Wir sind alle so nett hier. Ja? Nein, kein Problem. Und wir geben Ihnen ein Schmerzmittel, dann wird es auch besser. Und was Krampflösendes, dann geht es Ihnen auch bestimmt bald besser. Außerdem werden der 41-Jährigen ein Antibiotikum und strikte Bettruhe verordnet. Zunächst sieht alles danach aus, als ob sich die knapp 2 Meter große Frau an den Klinikaufenthalt gewöhnt hat. Dass der Schein allerdings trübt, zeigt sich, als ihre Nachbarin Manuela 2 Tage später zu Besuch kommt. Ich guck mal gerade rein, weil die Mitpatientin hatte gerade geduscht. Ich war gerade drin. Ich schau mal gerade, ob sie... Schau mal eben. Oh, die sind aber schön. Hallo. Die riechen auch toll. Ich hoffe, sie freut sich. Wo ist denn Ihre Bettnachbarin? Wer soll es sein, bitte? Also die Patientin, die seit 2 Tagen bei Ihnen liegt, die Frau Buchholz. Tut mir leid, ich wusste nicht bis heute, wie sie heißt. Sie ist so unsympathisch, hat ihre Sachen genommen und einfach weggegangen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ach gut, Gott sei Dank ist sie weg. Sie ist so unsympathisch, redet mir den ganzen Tag nicht. Also wirklich sowas von. Unverschämt. Sind die Sachen alle weg? Alle sind weg. Es ist einfach weg abgehauen. Ich habe keine Ahnung. Gut ist es. Okay, Frau Kier. Ich hoffe, sie bleibt ganz lange weit weg. Es ist natürlich schwer, wenn man auf einmal mit einem wildfremden Menschen, man muss sich das mal überlegen, das Zimmer teilen muss, das Badezimmer teilen muss und eigentlich 24 Stunden durchgängig zusammen ist. Das ist ein riesengroßes Problem. Wir versuchen das immer so zu legen, dass es passt. Aber das ist leider nicht immer möglich im Krankenhaus. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ihre Freundin ist nicht da. Die ist irgendwie gegangen. Wir müssen mal gerade gucken. Die ist gerade mit der Tasche gegangen. Kann doch nicht lang weg sein. Ich gehe mal hier runter. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Da ist sie. Habt ihr sie? Ich hab sie. Christiane, was machst du? Tee. Du kannst doch nicht abhauen hier. Frau Buchholz. Was machen Sie denn? Entlassen Sie sich selber? Nach Hause. Nee, das geht nicht. Doch, ich möchte bitte nach Hause. Hast du einen Rollstuhl, bitte? Ja. Komm her. Also, wir sind kein Gefängnis. Wir können hier niemanden verhaften. Aber aufgrund Ihrer Schmerzsituation wirklich. Mir geht's zu Hause besser. Nein, Frau Buchholz. Das heißt, jetzt noch Rückenschmerzen. Frau Buchholz hat sich ja dann versucht, selber zu entlassen. Das erlebt man in der Klinik natürlich immer mal wieder. Obwohl, das sollte nicht der Fall sein, dass man selber geht. Und es ging ihr wirklich schlecht. Und als wir sie dann endlich entdeckt haben, wie sie durch den Fahrstuhl der Klinik entweichen wollte, merkte man wirklich, es geht ihr richtig schlecht. Schlechter als die 2 Tage vorher, als wir sie aufgenommen haben. Die Frage ist, wie das möglich sein kann.
denn die Patientin nimmt seit 2 Tagen ein Antibiotikum in Tablettenform ein, um die Infektion zu bekämpfen. Weil Christianes Zustand wirklich bedenklich ist, bringt Schwester Birgit die 41-Jährige sofort zu Dr. Reinhard Schuster. Was ist denn mit Ihnen los? Ich möchte nach Hause. Also Frau Buchholz, haben wir gerade am Fahrstuhl aufgegriffen und Frau Buchholz wollte sich gerade selber entlassen, aber sie hat sehr, sehr starke Schmerzen. Es war schon erstaunlich, dass der Zustand von Frau Buchholz sich am 3. Tag so deutlich verschlechtert hat, weil an für sich schlagen die Antibiotika nach 1 bis 2 Tagen sehr gut an. Das war hier aber nicht der Fall, was mich sehr verwundert hat. Das sein, dass Sie jetzt im 3. Tag hier müssen. Es geht ihr immer schlechter. Also ich habe erwartet, dass es ihr besser geht. Da haben Sie recht. Also ich kann es mir im Moment auch nicht erklären. Normalerweise schlagen die Antibiotikum nach 1, 2 Tagen relativ gut an. Die wirken eigentlich recht schnell. Und es schauen wir mal im Ultraschall nach, was sich da ergibt. 37,9. Ah ja, gut. Ein bisschen angeschickt. Nee. Weil die Verwaltungsfachangestellte nun auch über Rückenschmerzen klagt, schaut sich der Arzt per Ultraschall die Nieren der knapp 2 Meter großen Frau an. Was der Mediziner dabei erkennt, ist besorgniserregend. Also es sieht so aus, als sei der Harnwegsinfekt aufgestiegen. Die Blase ist ja über die Harnleiter verbunden mit dem Nierenbecken und der Infekt ist jetzt über die Harnleiter ins Nierenbecken aufgestiegen. Das Nierenbecken, das liegt in der Niere drin und über ist dann das eigentliche Nierengewebe. Und das ist auch schon etwas entzündlich verändert, aber hauptsächlich ist das Nierenbecken entzündet. Ja, ich denke, wir geben das jetzt einfach mal intravenös, einfach weiter und Sie kriegen dann jetzt noch eine Nadel von uns. Aber warum wollen Sie denn nach Hause? Ich meine, jetzt geht es Ihnen doch schlechter. Aber das ist ganz furchtbar hier. Sie kommen mit der Patientin nicht so hin. Nee. Also die Patientin hat gerade das. Die war auch gerade, als ich gesagt habe, wo sind Sie, sagt sie, wer? Also sagt sie, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und wir gucken mal. Ja, also da jetzt findet im Moment, sich eine Lösung. Genau. Also deswegen müssen Sie nicht sich selbst entlassen. Da findet sich immer eine Lösung. Also das ist jetzt wichtiger, Ihre Gesundheit. Vor allem hat sich der Infekt ja, wie gesagt, ausgebreitet. Da müssen wir jetzt schon schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Warum es der Frau Buchholz jetzt auf einmal wirklich so viel schlechter ging, das war uns wirklich ein Rätsel. Sie wurde behandelt, sie hatte Antibiotikum bekommen, sie hat viel getrunken, wir haben auf sie geachtet. Und warum sie auf einmal diese starken Schmerzen hatten und diese doch deutliche Verschlechterung, das hat uns vor ein richtiges Rätsel gestellt. Aber erstmal ist es wirklich super, finde ich ganz toll von Ihnen, dass Sie sich so kümmern. Das sieht, man ja, heute selten. Ja. Und Sie sind ja in Anführungszeichen nur die Nachbarin. Ja, natürlich. Aber war denn noch nie jemand hier bei ihr? Nee, ich habe noch niemanden gesehen. Und in der Karte, in dem Kardex ist auch nichts vermerkt von Angehörigen oder Besuch. Gar nichts. Sie sind wohl die einzige Kontaktperson. Einsamkeit und Isolation haben immer ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Und wenn die Krankheit dann da ist, hat sie meist auch einen längeren und schwereren Verlauf. Aber wie gesagt, ist ja schön, dass Sie sich kümmern. Auch ja, um den Kater und so. Ja, das scheint ja ihr einziger Kontakt zu sein, den sie hat. Entschuldigung, Sie haben mir wieder einen Riesen eingefangen. Ich möchte meine Zimmergenossen sofort raus haben. Sie würgt und dann stimmt die Toilette. Ich kann danach stundenlang nicht auf die Toilette drauf. Ich muss auch auf die Toilette. Sie blockiert und ich kann es sie mir nicht aushalten. Nehmen Sie bitte meine Zimmergenossen sofort raus. Durch die Mitpatientin haben wir gewollt oder ungewollt von ihr einen super Tipp bekommen. Sie hat gesagt, dass Frau Buchholz ständig die Toilette blockiert, ständig Harndrang hat, aber auch wohl erbricht. Und das war für mich natürlich ein Alarmsignal. Das könnte nämlich erklären, warum die Antibiotika nicht gewirkt haben, weil sie einfach erbrochen hat. Fraglich ist, was an den Anschuldigungen der aufgebrachten Zimmernachbarin dran ist. Um das herauszufinden, sucht Dr. Reinhard Schuster kurzerhand selbst noch einmal das Gespräch mit seiner verschüchterten Patientin. Hallo, Frau Buchholz. Ah, wunderbar. Jetzt gibt es eine IV-Antibiose, wunderbar, Spasmolytikum, Schmerzmittel, das wird jetzt gut. Ach, musst du dann nur dran denken. Aber entschuldigen Sie, ich muss da noch mal nachfragen. Haben Sie irgendwelche Magen-Darm-Probleme? Haben Sie erbrochen, Durchfall oder sowas in der Richtung? Danke, Herr Leinhardt. Gerne. Mir steckt das alles auf dem Magen hier, glaube ich. Das ist so, ich bin das nicht gewohnt. Ja, so mit jemandem auf dem Zimmer und das ist einfach total
schrecklich für mich. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben und die erzählt den ganzen Tag und erzählt und die hört gar nicht auf und... Und das Problem werden wir lösen. Also das geht nicht, diese Unverschämtheit. Also. Das ist ihr wirklich so auf den Magen geschlagen, weil sie es nicht kannte. Zu Hause war sie nur mit ihrem Stubenkater alleine. Und das hat ihr so auf den Magen geschlagen, dass sie sich wirklich übergeben hat und Durchfall. Und wenn man sich das mal überlegt, es ist doch wirklich, wirklich traurig, dass es einem auf den Magen schlägt, wenn man Gesellschaft hat. Ich habe gerade erfahren, hör mal, dass niemand in den 3 Tagen, seitdem du hier bist, bei dir war. Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Wie geht das? Das kann doch nicht sein. Man muss doch jemand haben, der einen mal schon mal besucht, gerade im Krankenhaus. Was ist denn da los mit dir? Ich habe ja niemanden mehr. Seit meine Mama vor 5 Jahren gestorben ist, will ich einfach für mich sein und... Ich gehe zur Arbeit und gehe wieder nach Hause und dann, ja, habe ich meinen Kater und, aber sonst habe ich niemanden. Das geht doch nicht, dass du so einsam bist. Ach so. Also ist es okay, wenn ich dann, wenn du gesund bist und du bist zu Hause, dass wir mal zusammen mit meinen Freundinnen unterwegs zum Essen gehen oder ins Kino? Das ist super. Ja, wäre das okay? Also das geht nicht. Und deinem Kater geht's wunderbar. Dem geht's gut und er freut sich und jetzt wirst du ganz schnell gesund. Ja. Und dann hole ich dich ab und bring dich nach Hause, okay? Ja. Aber fangen Sie mal langsam an mit den ganzen Unternehmungen. Ja, natürlich, nein, aber... Viele Patienten ziehen sich dann gleich wieder zurück, wenn es zu viel wird. Es ist ja nett, wenn Sie mit Ihrer Nachbarin was unternehmen, aber ich denke, auf dem Hintergrund Ihrer Geschichte sollten Sie vielleicht auch noch eine Psychotherapie beginnen, zusätzlich. Also sich in professionelle Hände geben. Wir können Ihnen da auch Adressen und Anschriften geben, an die Sie sich wenden können. Ja, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber habe mich noch nicht getraut, weil das ja auch schon seit meiner Kindheit auch oft, dass ich ja, gehänselt wurde aufgrund meiner Größe und meines Gesichtes. Und Frau Buchholz ist ja jetzt eine Erscheinung gewesen. Ich glaube, die war über 1,90 Meter. Hatte dann diese Warze im Gesicht, die natürlich für viele Leute auch ein Handicap ist. Denn erstmal guckt man den Menschen nicht in die Augen, sondern man starrt erstmal auf diese Warze da, auf diesem Kinn. Das ist nicht richtig, aber das ist normal. Ich habe da auch drauf geguckt. Aber wenn es einen so stört, wenn es wirklich einen so hemmt in der Entwicklung und man einsam wird, sollte man wirklich überlegen, dass man sowas entfernen kann. Das ist kein großer Eingriff mehr. So, und jeder Mensch ist anders und keiner ist perfekt. Ich auch nicht. Ich bin ein bisschen rund und du bist groß. Und wir alle haben aber das Herz am rechten Fleck. Und meine Freundin, wir werden dich mitnehmen und dann werden wir gucken, dass es dir langsam besser geht. Ja, das ist dass du aus deiner Einsamkeit rauskommst. Nach einer Woche war die Harnwegs- und Nierenentzündung vollständig ausgeklungen und die 41-Jährige konnte nach Hause gehen. Im Anschluss hat sie eine Psychotherapie begonnen und fühlte sich schnell besser. Heute trifft sie sich regelmäßig mit Nachbarin Manuela und deren Freunden.